Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic zusammen mit Zergasis. Ja, ich begrüße euch ausnahmsweise mal aus der Sternkarte und nicht Kamera direkt auf Zergasis, weil es ist immer noch so die Frage übrig: Tatooine, ich soll eine Person finden und irgendwie finde ich nicht. Ich kriege auch keinen Questmarker. Und die Quest sagt immer noch die ganze Zeit: Reise nach Tatooine. Davon abgesehen bin ich im Stream. Das heißt, ich habe ein bisschen an der Technik rumgespielt. Ada Smith hat mir enorm geholfen, so ein bisschen die Einstellung ein bisschen hinzubiegen. Wir haben ein bisschen was getestet. Ich habe einen Tipp von ihr angenommen. Das heißt aber auch, dass die Videoqualität aller Voraussicht nach nicht ganz so gut sein wird in Zukunft, zumindest wenn ich dann im Stream aufnehme, weil meine CPU sagt mir sonst: Ist Schluss. Ich kann nicht gleichzeitig streamen, aufnehmen und alles mit der gleichen Qualität. Ja. Aber was soll's. Ich bin ein bisschen hin und her gereist und wir gehen jetzt zurück nach Tatooine, in der Hoffnung, dass das Ganze dann irgendwelche V-Sequenzen startet, weil sonst habe ich jetzt absolut keine Ahnung, wie ich mit dieser, ich glaube, es ist eigentlich bloß eine Nebenquest von Kallio. Ich weiß ansonsten beim besten nicht, wie ich mit der Quest weiterkomme. Also, sagen wir mal, reisen. So. Ach, ging ja schnell, sind wir angekommen. Also, dann einmal zurück runter nach Tatooine. Nicht, dass ich da eben schon gewesen wäre. Gut, das ist die normale Sequenz. So, dann warten wir mal ab. Okay, soweit so normal. Ah, okay, das ist jetzt schon. Gib dich zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Ich kenne den letzten bekannten Aufenthaltsort nicht. Und der wird mir auch nirgendwo gesagt. Ja, ich soll erstmal zum Hangar raus. Das hat man beim letzten Folge schon. Da hat sich also nichts dran geändert. Ja, Raumhafen von Mos Eisley. Und bekomme ich diesmal irgendein Questmarker, wo ich hin muss, sobald ich dann auf dem Planeten bin und raus. Okay, also ist gerade auch nicht ganz einfach für mich. Scheint, als hätten die Imperialen hier ganze Arbeit geleistet. Kommt schon, fangen wir an, bevor eure Haut sich noch pellt. Was haben wir denn da Feines? Ein Questmarker. Geht doch. Worauf ich eben hinaus wollte, ich habe auf meinem, soll es eigentlich keine Werbung sein, aber ich hab bloß dieses eine Keyboard von Logitech. Da blende ich momentan meine CPU ein, da habe ich immer so Blick drauf. Ich gucke nach links in den Chat, also den Twitch-Chat. Ich gucke auf die Videostatistiken, die mir Twitch ausgibt, und gleichzeitig mein Aufnahmeprogramm. Und das ist alles ziemlich viel. Und die CPU-Auslastung ist wesentlich geringer als bei meinen Tests heute vor 2,5, 3 Stunden.
Da müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da letzte Folge rumgerannt bin, um das Ding hier zu finden. Laut meinen Informationen ist das der letzte Ort, an dem unser Kopfgeldjäger gesehen worden ist. Die Rache. Dieser Versager will auch ein Stück von mir, nur weil das alle wollen. Wir zeigen ihm, was es heißt, gejagt zu werden. Ja gut, wie sie den Ort gefunden hat, ist mir egal. Aber was hat's denn für einen Plan? Wie wollt ihr vorgehen? Wir warten einfach, bis jemand nach Hause kommt oder uns langweilig wird. Haltet eure Waffe bereit. Ich glaube, wir haben was. Okay, scheint zumindest weiblich zu sein. Mandalorianer-Rüstung. Kallio, du hast dich nicht verändert. Kenne ich euch? Das solltest du jedenfalls. Ona Quirit, die Frau, die du auf Ilesia zurückgelassen hast. Erinnerst du dich? Nicht möglich. Du machst Scherze. Ah ja, okay. Na komm, wie immer. Wir versuchen es wenigstens. Kalil wird uns dafür nicht leiden können, aber ist doch egal. Es ist mir eine Ehre. Lass das. Ihr könnt gehen. Aber mit ihr habe ich noch eine Rechnung offen. Sie ist Senator Quirits Tochter. Ein reiches Gör. Ich habe ihr gezeigt, wie man auf eigenen Beinen steht. Du hast mich angestiftet, meinen Vater zu verlassen. Coruscant zu verlassen. Du hast neue Orte gesehen, die schwarze Sonne kennengelernt. Ihr Vater hat nicht mal ihre Konten gesperrt. Er dachte, ich sei entführt worden. Als du verschwunden bist, habe ich einen Monat lang nur geweint. Ich konnte nicht nach Hause. Aber auf Alderaan haben sie mir gezeigt, wie man sich duelliert. So wurde ich Kopfgeldjäger. Klingt nach einem aufregenden Leben. Wesentlich besser, als sich auf Coruscant zu langweilen. Was will Kallio in dem Fall? Ist er im Endeffekt, Ihr Problem, was wir uns hier kümmern. Sagt mir nicht, dass ihr das erwartet hättet. Ich muss schon sagen, Ona, das hätte ich dir nie zugetraut. Jetzt weißt du es besser. Nimm deine Waffen runter und ergib dich. Du kommst mit mir, tot oder lebendig. Oh, müssen wir es wieder so regeln? Ich weiß, es wird auf den Kampf rauslaufen. Wir haben das ja jedes Mal, aber ihr wisst, ich bin da unverbesserlich. Sich vertragen werden sie vermutlich nicht. Ona hat da bestimmt das Ganze in sich reingefressen. Aber wir können sie ja wenigstens mal warnen. Von Rache besessen zu sein führt zu nichts. Ihr wolltet euch vor Kallio beweisen und das habt ihr geschafft. Und jetzt lasst es gut sein. Du kannst deinen Entschluss jederzeit überdenken und mich ein andermal aufspüren. Verschwinde von hier. Das war köstlich. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch lebt. Na los, wir sind mit der Liste fertig. Das muss gefeiert werden. Ja, und ich krieg helle Seitepunkte ab. So war das eigentlich nicht geplant, Kallio. Okay. In den WhatsApp-Nachrichten wollte ich mich jetzt eigentlich nicht stören lassen. Kann ich später lesen. Keine Ahnung, ob man das überhaupt gehört hat. Aber wir können zurück aufs Schiff. Ach, mein kleiner blauer Flitzer oder eher so ein lila Flitzer. Da fällt mir ein. Ela hatte was gefragt. Und zwar. Also, Reittiere bekommt man, glaube ich, hauptsächlich wirklich aus dem Shop. Und wie du sehen kannst, ist die Auswahl hier mit 1, 2, 3. Nicht allzu gigantisch. Ja, Ela, ich bin zu nett. Ich bin aber, denk dran, ich bin kein Weltkrieg, ich bin kein Ritter in strahlender Rüstung. Normalerweise geht es mir ums Geld. Ich sollte vielleicht einfach die Berufe wechseln. Andere Handwerksberufe nehmen, für die ich dann auch Missionen auswählen kann, wo man dann
dunkle Seite Punkte kriegt. Ja, also es gibt noch über die drei hinaus noch irgendwelche weiteren Reittiere. Aber, boah, keine Ahnung auf welchen Wegen. Man könnte ja mal kurz, ich glaube im Vermächtnis könnte man das nachgucken, in den Sammlungen. Erfolge. Ist das, ja, muss in Erfolgen sein. Gefährten nicht, Events nicht, Flashpoints nicht, Operationen nicht. Irgendwo kommt auch die Sammlung angucken. Nein. Wo waren die Sammlungen? Irgendwo kommt man Sammlungen einsehen. Inventar nicht. Was über den hier? Ah. Sammlungen. ich muss irgendwie rauskriegen, wie ich den Chat einblenden kann und Will dazu bringen, die Folgen anzugucken. ja, er ist doch aber immer irgendwie der strahlende Ritter. So, ich habe 3% aller Fahrzeuge. Viele kann man kaufen, wenn man hier unten sieht, gibt es dann durchaus ein paar weitere. Und wie kann man den bekommen? Details anzeigen. Ja, aus verschiedenen Festungspaketen, also ist im Endeffekt dann aus diesen Paketen kriegt man dann weitere Reittiere und Fahrzeuge. Da habe ich auch ein paar her, wie zum Beispiel den blauen Flitzer. Den würde ich mir normalerweise so nie kaufen. Und hin und wieder sage ich mal, okay, komm, ich kaufe mir so ein paar Pakete, um dann zu sehen, was bekomme ich denn. Und da sind ja solche schönen Sachen drin, wie weitere Rüstungsgegenstände. Ich glaube, mein aktuelles Kostüm, zumindest von der Optik her, besteht zum Teil da draus. Ich stücke mir das halt zusammen, wie es mir gerade passt. So, endlich wieder runter von Tatooine. Und all das? Mist. Ich glaube, ich werde mir mal nachher einen Timer stellen müssen. Oder auf die Uhr gucken. Denn... Sie wieder auf diesem Schiff zu sehen, ich... Meine Schaltkreise. Ich glaube, die... Daran, bist du ruhig, Junge? Ich glaube, die 20 Minuten, die mir momentan angezeigt werden für den Stream, für die Aufnahme, sind eigentlich bloß der Stream. Und ja, der geht gut 20 Minuten momentan. Wo ist Kalio? Eigentlich ist sie doch hier hinten. Nee, das ist er. Okay, die Questmarker wird mir nicht angezeigt. Interessant. Was hast du denn so zu sagen, Kalio? Gehen wir die Liste nochmal durch. Rawl? Erledigt. Yal? Erledigt. Tatigal? Erledigt. Die Rache? Erledigt. Wir zwei. Wir sind König und Königin der Galaxis. Bevor ich weitermache, nein, Ela, ich habe eigentlich nichts geändert. Geh noch mal rein in meine Optionen. Die sind immer noch genauso hoch eingestellt. Und ich habe eigentlich auch eine Buffergröße, die er mir anzeigt, von um die 10 Sekunden momentan. Also das sollte an sich alles in Ordnung sein. Ich hoffe, das regelt sich noch bei dir. Da lässt sich halt wenig machen. Gut, zurück zu
Kallio, wir versuchen es weiter. Ist eine Konstante, dass wir mit allen Damen hier irgendwie flirten? Sagt mir die Wahrheit. Können mir eure Ex-Partner auch nur ansatzweise das Wasser reichen? Jetzt nicht mehr. Alles ist wieder in bester Ordnung. Vergesst diese Verlierer. Vergesst von mir aus auch den Geheimdienst. Wir beide haben eine Zukunft. Den Geheimdienst vergessen wird schwer. Ich bin gerade am Überlegen, wie viele andere weibliche Begleiter gibt es noch für den imperialen Agenten? Ich glaube, das waren nicht viele. Wenn es nicht so wäre, wäre ich ziemlich enttäuscht. Na los, suchen wir uns einen ruhigeren Ort und machen es uns bequem. Für heute haben wir genug geschossen. Das war vorerst genug. Und fürs Protokoll, ich sage das auch nur einmal. Ich bin froh, dass ihr mir geholfen habt. Ohne euch wäre alles anders verlaufen. Ja, ich habe eben mal ganz kurz nebenbei nachgesehen. Es gibt noch einen weiteren weiblichen Begleiter, kommt erst relativ spät dazu. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen warten, bis wir da um die Hand anhalten. Aber hier geht's mit Kallio gleich weiter. Ihr riecht nach Schweiß und Plasmaverbrennungen. Das gefällt mir. Wie viel Zeit bleibt uns? Ihr wisst schon, bevor die Pflicht ruft, die Welt untergeht und all das. Ja, machen wir weiter mit Flirten. Ich kann uns etwas gemeinsame Zeit verschaffen, wenn ihr das wollt. Ja, das will ich. Ihr habt hart gearbeitet. Ich habe hart gearbeitet. Wir sind beide etwas angespannt. Ich dachte, dass wir uns vielleicht vom Schiff schleichen und euren Geburtstag feiern könnten. Wie, mein Geburtstag? Den habe ich doch nirgendwo angegeben. Was schwebt euch vor? Ein Abendessen? Was trinken gehen? Tanzen? Ja, sowas in der Art. Das könnte eine tolle Nacht für euch werden, Agent. Okay, ja, dann mal los. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon einen Grund zum Feiern finden. Und jetzt sagt mir, dass ich das Beste bin, was euch je in diesem Beruf passiert ist. Lass mal Revue passieren, was wir wissen. Ja, zumindest bisher. Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Und das werde ich nicht so schnell vergessen. Guter Junge. Aber jetzt bin ich wirklich geschafft. Mein Abzugsfinger juckt schon wieder. Oh, der juckt. Das ist aber überhaupt nicht gut. Da müssen wir was gegen unternehmen. Wir haben aber auch noch Vector offen. Mit dem müssen wir auch mal sprechen. Was kann ich für euch tun, Vector? Agent, bitte entschuldigt uns einen Moment. Wir hören das Lied. Das Nest erwacht. Licht erfüllt den Schwarm und wir sind eins. Bitte entschuldigt. Es ist die Stunde der Neubelebung. Und als Verkünder des Morgens nehmen wir immer noch teil, wenn auch nur im Geist. Okay. Das klingt jetzt überhaupt nicht seltsam, aber gut, wir reden über dich, Vector. Ja, er muss ihn hier entschuldigen. Tut einfach, was notwendig ist. Ich werde euch nicht stören. Wir wissen das zu schätzen und hoffen auf euer Verständnis. Der Verkünder des Morgens ist traditionell ein Krieger und Gesandter des Nests. Jemand, der sich dem Unbekannten stellt. Als Verkünder sind wir mehr als ein gewöhnlicher Verbundener und behalten einen Sinn für Individualität. Aus diesem Grund sind wir auch nützlich für euch. Ja, dass du etwas individuell bist, wissen wir ja schon. Nee, also beleidigen müssen wir nicht. Ein reiner Soldat ist er auch nicht. Macht ja auch nicht einen besseren Soldaten. Das ist nämlich sehr diskussionswürdig.
ist es denn, ein Verbundener zu sein? Ihr seid nicht vollkommen ein Teil des Schwarmbewusstseins. Aber ihr wollt es auch nicht verlassen, oder? Die Vereinigung hat uns verändert und wir sind zufrieden. Auf jeden Fall ehren wir immer noch das Geschenk der Killix. Doch wir sind sicher, dass jeder Rituale und Gewohnheiten aus seiner Zeit vor dem Geheimdienst mitnimmt. Also eine weiße Weste. Alle, wir räumen hinter den anderen auf. Manchmal auch vor den anderen, aber hauptsächlich hinter ihnen. Eine weiße Weste? Nee. Vergangenheit im Gepäck. Wer ich damals war, bestimmt, wer ich heute bin. Zum Großteil jedenfalls. Ihr solltet uns von eurer Vergangenheit erzählen, wenn wir Zeit haben. Das würde uns gefallen. Ja, euch würde das gefallen. Ich weiß aber nicht, ob das meinem Vorgesetzten so gefällt. Und mir fällt was ganz Wichtiges auf. Unser Begleiter fehlt. Ela, warum hast du mich nicht daran erinnert, wenn du schon da bist? Ich vergesse die Begleiter so oft. Okay. Wir sollen endlich nach Taris. Wo war Taris? Natürlich im letzten, wo ich nachgucke. Nein, da. Taris ist ein Ort, der mir optisch eigentlich ganz gut gefällt. Codename Leggett ruft Basiskommando. Basiskommando, bitte komm. Hier Basiskommando. Zweiter Datenstrom wird durchgestellt. Hier Codename Chance, bereit zur Missionsbesprechung. Ihr seid euch ja bereits auf Nar Shaddaa begegnet. Da brauche ich euch nicht vorzustellen. Willkommen auf Taris, wo eine tausendjährige Zivilisation in toxischen Brei verwandelt wurde. Ja, so kann man das bezeichnen. Ja, kommen wir gleich zum Geschäft. Sagt mir, was zu tun ist. Vor langer Zeit war Taris einmal eine Welt der Republik. Ein Sith Lord hat sie bombardiert. Jetzt versuchen wir, sie wieder aufzubauen, und dem Imperium gefällt das nicht. Eure Leute haben Schocktrupps und Verwüstungseinheiten entsandt. Ein einziges Durcheinander. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein abtrünniges Element. Aber genau damit haben wir es zu tun. Dort unten gibt es nicht nur Sith und Truppen der Republik, sondern auch eine verdorbene Jedi. Ihr müsst sie aufhalten. Verdorbene Jedi, das klingt doch interessant. Die würde ich gerne rekrutieren, aber ich habe so das Gefühl, das dürfen wir nicht. Ich dachte immer, Jedi wären unfehlbar. Sie sind nicht perfekt. Aber sie sollten es besser wissen. Kisa 10, Jedi-Ritter und Heldin von Tasla. Rasant im Jedi-Orden aufgestiegen, aber durch und durch verdorben. Die Hälfte ihrer Missionen endete damit, dass jemand ums Leben kam. Außerdem verschwanden unter ihrer Aufsicht Technologie und Artefakte. In ihrem letzten Bericht hieß es, sie sei nach Taris gekommen, weil die Macht sie herbeordert habe. Ich glaube, Kisa 10 richtet sich eine Basis ein. Ihr müsst herausfinden, wie und warum. Und mir solide Beweise bringen. Ihr töten will ich es ja eigentlich gar nicht. Warum kriege ich den Auftrag? Das klingt mehr nach einer Angelegenheit der inneren Sicherheit. Das wäre es auch, wenn die Jedi es zulassen würden. Das tun sie aber nicht, also seid ihr gefragt. Chance ist euer Kontaktmann. Er übernimmt ab hier. Jawohl, Sir. Es war nicht einfach, Kisa 10 zu beschatten, aber wir glauben, dass sie in letzter Zeit einen Überfall auf ein vom Imperium kontrolliertes Labor veranlasst hat. Dort sollten unsere Nachforschungen beginnen. Das imperiale Kommando soll euch Zutritt zum Labor verschaffen. Ja, warum ein Labor überfallen sollte, das ist doch wohl klar, wegen dem, was es dort gibt. Fangen wir mal an. Auf zum Labor und rausfinden, was Kisa 10 dort wollte, verstanden? Guter Junge. Basiskommando Ende. Ich werde eure Hologespräche überwachen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ihr hört bald von mir. Ja, ich kann doch eh nichts sagen, was euch irgendwie auffliegen lassen würde oder mich. Aber ich denke an dieser Stelle,
sagen wir dann mal für diese Folge auf Wiedersehen, damit ich dann so irgendwie einen groben Zeitplan habe, wie das mit der Aufnahme steht, wie lange die Folge ist. Die müsste jetzt so um die 25 Minuten Pi mal Daumen sein. Und dementsprechend sehen wir uns Taris in der nächsten Folge an. Also bis dann, euer China Tiger.